Ah ja. Ach, machen wir jetzt gleich. Ne? Und I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Die Geschichte fing ganz friedlich an. Es war am Weihnachtstag gegen Mittag, als mein zur Sentimentalität neigendes Gemüt mit mir durchging. Angesichts des liebevoll geschmückten Weihnachtsbaums und umnebelt vom Duft des glasierten Truthahns aus der Küche war es kein Wunder. Sleigh bells in the snow. Oh, Mrs. Patton, warum lassen Sie mich im Stich? Sie müssen die zweite Stimme übernehmen. Aber Sie wissen doch, dass ich vollkommen unmusikalisch bin, Mr. McPherson. Unsinn, zu Weihnachten ist jeder musikalisch. Das weiß ich noch von zu Hause. Also bitte. Ich würde jetzt lieber nach dem Braten sehen. Später, verpassen Sie Ihren Einsatz nicht. Und jetzt. Where the tree tops glisten and lauter. Lauter, das Wichtigste am Gesang ist die Lautstärke. Das hat mir schon mein Vater eingebläut, als ich mich als kleiner Junge genauso anstellte wie Sie, meine Liebe. Hm? Ach, es läuft. Lassen Sie es doch läuten. Heute ist Weihnachten, da lasse ich mich von niemandem stören. Die. Das war wirklich ein hartnäckiger Bursche. Die Pata. Jetzt hat er es aufgegeben. Also verdammt nochmal. Mr. McPherson, zu Weihnachten wird ja meinetwegen gesungen, wenn es unbedingt nötig ist. Aber doch nicht geflucht. Sorry, meine Liebe. Also dann machen Sie schon auf. Doch Weihnachten hin, Weihnachten her, dem unverschämten Burschen, dem werde ich meine Meinung sagen. Und zwar ganz ohne festlich gestimmte Milde. Dass ich meine Drohung dann nicht in die Tat umsetzte, lag daran, dass der unverschämte Bursche weiblichen Geschlechts war, außerdem höchstens 5 bis 26 Jahre alt, rötlich-braunes Haar, große dunkle Kinderaugen, sehr gut gewachsen, in einen Fohlenmantel gehüllt, weiße Pelzkappe, weiße Stiefel, mit einem Wort, eine mehr als angenehme Erscheinung. Zudem war ihr Auftritt so überraschend, dass ich für einen Augenblick versucht war, sie in Zusammenhang mit dem festlichen Tag als überirdische Erscheinung zu deuten. Doch verwarf ich den Gedanken fast sofort, weil die junge Dame sichtlich nervös war, was man von Engeln nie gehört hat. Entschuldigen Sie, wenn ich störe, Mr. McPherson. Mein Name ist Slater. Marjorie Slater. Angenehm. Mrs. Patton, wollten Sie sich nicht um den Braten kümmern? Wenn Sie glauben, Mr. McPherson. Ja, tun Sie das, meine Teure. Wollen Sie nicht Platz nehmen, Miss Slater? Danke. Und fröhliche Weihnachten. Ja, fröhliche Weihnachten. Darf ich Ihnen irgendetwas anbieten? Danke, nein, vielen Dank. Und was führt Sie zu mir, wenn ich fragen darf? Der Zeitpunkt, müssen Sie zugeben, ist recht ungewöhnlich. Ja, ich weiß und ich muss Sie um Entschuldigung bitten. Andererseits hätte ich nicht gewagt, Sie zu stören, wenn es nicht dringend wäre. Außerordentlich dringend. Mein Verlobter ist verschwunden. Unbegreiflich. Was? Was meinen Sie? Ich meine, dass der Verlobte einer so hübschen jungen Dame einfach verschwindet. Entschuldigen Sie, erzählen Sie ausführlich. Ja, also Harry ist ein korrekter, äußerst zuverlässiger Mensch, der niemals eine Verabredung nicht einhalten würde, ohne rechtzeitig abzusagen. Marjorie Slater berichtete, dass ihr Verlobter, ein Mann namens Harry Roche, als Verwaltungsangestellter im Dienste der Stadt London arbeitete. Er hatte am 24. Dezember kurz nach eins sein Büro verlassen und war seitdem nicht mehr gesehen worden. Jedenfalls hatte sie nichts anderes erfahren können. Für den Abend waren sie verabredet gewesen, doch war er nicht erschienen. Sie hatte mehrmals in seiner Wohnung angerufen und war schließlich auch hingefahren, ohne Erfolg. Er ist wie vom Erdboden verschwunden, sagte sie. Meine Frage, ob sie Streit miteinander gehabt hätten und Harry Roche nur aus einer Verstimmung heraus sich in irgendeinen Schmollwinkel zurückgezogen haben könnte, verneinte sie entschieden. Nein, wir hatten niemals Streit miteinander. Harry ist nicht der Mensch, mit dem man sich streitet. Er ist rücksichtsvoll, tolerant und gar nicht launenhaft. Mhm. Und wenn er auch, das könnte ihn doch nicht veranlassen, nicht mehr in seine Wohnung zurückzukehren. In 24 Stunden. Naja, was das betrifft, so sind Leute schon aus nichtigen Anlässen in irgendwelchen Kneipen versumpft und dann konnten sie sich nicht mehr an ihre Hausnummer erinnern und schliefen ihren Rausch im erstbesten Hotel aus. Nein, Harry trinkt nicht. Er trinkt nicht und raucht nicht und hat überhaupt keine schlechten Angewohnheiten. Verstehe. Also eine Eins als Mensch und Ehemann in Spe sozusagen.
Haben Sie schon daran gedacht, eine Vermisstenanzeige zu machen? Nein. Ich fürchtete, man würde mich auf der Polizei auslachen. Schließlich ist Harry kein kleines Kind, das sich verlaufen haben könnte. Gewiss doch, es könnte ja auch ein Unfall geschehen sein, nicht wahr? Ein Unfall? Ja. Haben Sie denn an diese Möglichkeit noch gar nicht gedacht? Nein. Warten Sie. Ich bin bereit zu bezahlen, was Sie verlangen, Mr. McPherson. Ja, von Geld reden wir später. Hallo? Ja, ja, guten Tag. Ich hätte gern eine Auskunft wegen eines Unfalls. Wie? Nein, nein, nichts Bestimmtes, nur eine Vermutung. Danke, ich warte. Ich lege Wert darauf, dass Sie den Fall übernehmen, Mr. McPherson. Ja, warten wir, ob es überhaupt ein Fall ist. Hallo? Mein Name ist McPherson, Privatdetektiv. Es handelt sich um einen Mann namens Harry Roche. Roche, ja, Sergeant. Wie? Inspektor. Entschuldigen Sie bitte. Augenblick, guck gerade nach. Ja, ja. Ja? Aha. Ihm ist also nichts gemeldet worden. Oh, Gott sei Dank. Innerhalb der letzten 24 Stunden nichts. Ja. Vielen Dank, Inspektor. Und fröhliche Weihnachten. Wann haben Sie denn Ihren Verlobten zum letzten Mal gesehen? Vor 2 Tagen. Sie übernehmen also den Fall? Tja, ich gestehe, dass ich zwar momentan eine Menge Zeit habe, aber immerhin ist Weihnachten. Und ich bin ein ausgesprochener Anhänger unserer schönen christlichen Feste. Ich biete Ihnen 1.000 Pfund. Die Hälfte sofort und den Rest später. Ach, Sie rühren mein weiches Herz, Miss Slater. Gerade zu Weihnachten soll man ja für die Nöte seiner Mitmenschen ein offenes Ohr haben. Ich danke Ihnen. Um die Vermisstenanzeige kommen Sie freilich nicht herum. Ich begleite Sie zum nächsten Revier. Kommen Sie bitte. Sie wollen noch weg? Ja, was wird denn dann aus meinem schönen Truthahn? Stellen Sie ihn warm. Aber da verdirbt mir der Braten doch, Mr. McPherson. Dankeschön. Das, meine Liebe, ist bei einem Vorschuss von 500 Pfund ein sehr schwaches Argument. Also bis nachher. Auf Wiedersehen. Ja. Auf Wiedersehen. Darf ich fragen, welchen Beruf Sie ausüben, Slater? Ich bin Substitutin in einem Supermarkt. Warum? Na ja, 1000 Pfund sind ja schließlich kein Pappenstiel. Ich liebe Harry. Was bedeutet da Geld? Gewiss. Ihr Argument ist weitaus stärker als das meiner Mrs. Patton. Sind Sie mit dem Auto gekommen? Nein, mit der Untergrundbahn. Ach, dann nehmen wir meinen Oldtimer. Ich gebe zwar zu, der hat schon mehr als 2 Jahrzehnte auf dem Buckel, doch ist auch noch vollkommen verkehrstüchtig. Sie brauchen also keine Sorge zu haben, dass wir liegen bleiben. Ach ja, haben Sie eine Fotografie von Mr. Roche bei sich, Miss Slater? Nein, warum? Man wird auf dem Revier ein Foto haben wollen. Dann fahren wir zu Ihnen. Wo wohnen Sie? In der Grove End Road, St. Joneswood. Wie ist denn die Adresse Ihres Verlobten? 54 Sloane Street. Ah ja, das liegt näher. Dann versuchen wir es doch erst dort. Na gut. Fotografie findet sich sicher auch bei ihm und möglicherweise machen sie sich ganz umsonst Sorgen. Und Mr. Roche ist bereits wieder aufgetaucht und schmückt zu Hause den Weihnachtsbaum. So, da wären wir. Die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Sloane Street war leer. Die Luft in dem unpersönlich eingerichteten Wohnzimmer war abgestanden. Neben dem Fenster, das auf eine Brandmauer hinausführte, stand ein Schreibtisch im viktorianischen Stil. Er war unverschlossen und in einem der Fächer entdeckte ich nach kurzer Suche in einer Pappschachtel, lieblos durcheinander geworfen, eine Anzahl Fotografien. Bis auf ein paar vergilbte Aufnahmen, auf denen Leute in der Mode der 30er Jahre mit verkrampft ins Objektiv der Plattenkamera starrenden Blick abgelichtet waren, handelte es sich ausschließlich um Bilder von Marjorie Slater. Doch dann entdeckte ich noch ein Passfoto, das einen schmalen Männerkopf mit nicht unsympathischem Dutzendgesicht darstellte, von dem ich 100-1 wettete, dass es Harry Roche gehörte. Ja, das ist Harry. Ist das eine neue Aufnahme? Ja, ziemlich neu. Warum starren Sie das Foto so an, Mr. McPherson? Was immer die besonderen Qualitäten des Mannes sein mochten, seine Gesichtszüge sagten darüber so gut wie nichts aus. Ich steckte das Bild ein und wollte das Schreibtischfach wieder schließen, als ich zuunterst in der Lade eine großformatige Fotografie erblickte, die unter der Pappschachtel lag und die eigentlich keine mehr war. Sie bestand aus 2 Hälften mit eingerissenen Rändern und schien früher einmal in einem Rahmen gesteckt zu haben. Es handelte sich um die Vergrößerung eines der Bilder von Marjorie Slater
und der Riss zerschnitt ihr Gesicht genau in der Mitte. Warum mag Mr. Roche dies wohl getan haben? Ich weiß es nicht. Offensichtlich in einem Anfall von Zorn oder Wut, finden Sie nicht auch? Ich habe keine Ahnung, was Harry veranlasst haben kann. Wie lange kannten Sie sich eigentlich schon? Oh, schon sehr lange. Wir waren Nachbarskinder in einem kleinen Walliser Dorf. Wir sind zusammen zur Schule gegangen und waren viele Jahre fast unzertrennlich. Später haben wir uns aus den Augen verloren, bis wir uns dann vor 2 Jahren hier in London wiedersahen. Hat Mr. Roche Freunde oder Verwandte hier in London oder sonst wo? Ich meine, irgendwo muss ich meine Nachforschung ja anstellen, Sie verstehen. Nein, seine Eltern sind tot. Und Freunde? Nein, nein, ich weiß, dass er niemanden hat außer mir. Das ist ja eine ganze Menge, finde ich. Danke. Wir fuhren zum Polizeirevier. Der einzige anwesende Sergeant war über die Störung seines geruhsamen Feiertagsdienstes wenig erbaut und tippte auf einer uralten Remington missmutig die Vermisstenanzeige. Dabei bediente er sich des bekannten Zwei-Finger-Systems, sodass sich die Sache länger als nötig hinzog. Dann heftete er Harry Roches Passfoto an das Protokoll und wir konnten wieder gehen. Ihr Verlobter hat sich einen sehr ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht, um zu verschwinden. Was kann man an einem Tag wie heute schon anfangen? Aber Sie haben mir versprochen, mir zu helfen. Sicher? Und ich habe Sie dafür bezahlt. Ja, auch das. Wohin darf ich Sie jetzt bringen? Sie haben doch sicher irgendeine Freundin, bei der Sie auf andere Gedanken kommen können. Nein, ich möchte jetzt niemanden sehen. Fahren Sie mich bitte nach Hause. Ach, Unsinn. Dort ist es einsam und ungemütlich. Das ist der ungünstigste Ort, den Sie aufsuchen können. Sie werden sich bestenfalls langweilen. Sie wissen doch, dass Mrs. Patton einen glasierten Truthahnbraten im Rohr hat. Groß genug für drei, wie ich die Gute kenne. Wir könnten die Angelegenheit ja nachher beim Glas Punsch noch mal so richtig durchsprechen. Was halten Sie von meinem Vorschlag? Danke. Ich komme gern mit. Nein, ein Spur. Ich habe zu danken. Ein erwachsener Mann kann doch nicht einfach verschwinden. Von einer Stunde zur anderen, Mr. McPherson. Naja, es sind schon Leute nur mal kurz um die Ecke gegangen, um sich Zigaretten zu holen. Man hat nie wieder was von ihnen gehört. Sehr tröstlich. Sorry. Ja, wenn Mr. Roche nicht freiwillig und aus Gründen, die Sie eigentlich kennen müssten, verschwand, so... Was? So kommt nur ein Verbrechen in Frage. Haben Sie an die Möglichkeit noch nicht gedacht? Nein. Und ich will auch nicht daran denken. Sie schien plötzlich zu frieren und hüllte sich fester in ihrem Mantel. Sie saß in sich zusammengekauert und irgendwie kleiner geworden im Beifahrersitz. Und wir sprachen nichts mehr. Von Mrs. Pattons Weihnachtsbraten blieb mehr als die Hälfte übrig. Dem Punsch sprachen wir indessen mehr zu, sodass der Rest des Nachmittags und ein Gutteil des Abends auf recht angenehme Weise verrann. Als ich sie kurz nach 10 nach Hause fuhr, schien Marjorie Slater ihr inneres Gleichgewicht wiedergewonnen zu haben, soweit es die Umstände zuließen. Ich brachte sie bis an die Wohnungstür und gab ihr den Rat, 2 Schlaftabletten zu nehmen. Sie reichte mir die Hand, die sich kühl und trocken anfühlte, und sah mich mit ihren Kinderaugen dankbar an. Sie sagte Gute Nacht und öffnete die Tür. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Ihr Telefon, Miss Slater. Vielleicht ist es Harry. Gehen Sie mal ran. Harry? Ja. Ja, vielleicht ist es Harry. Hallo? Harry, bist du's? Ach so. Entschuldige, ich dachte nur... Ja. Ja, wie du willst. Ja, gut. Fröhliche Weihnachten. Das war eine Freundin. Margaret Cunningham. Sie hat schon ein paar Mal angerufen. Etwas Wichtiges? Nein, sie wollte mir nur frohe Weihnachten wünschen. Tja. Also dann bis morgen. Ich rufe Sie an. Ja. Und vergessen Sie die Schlaftabletten nicht. Nein. Gute Nacht. Gute Nacht, Mr. McPherson. Als ich die Treppen hinabstieg, dachte ich, dass es gegen keine Anstandsregel verstoßen hätte, würde sie mich auf einen kurzen Drink hineingebeten haben. Ganz im Gegenteil, sie hatte es plötzlich ziemlich eilig gehabt, mich loszuwerden. Und ich hatte das Gefühl, irgendwie übertölpelt worden zu sein.
Irgendetwas verschweigt sie mir, das ist klar. Das Treppenlicht verlosch und ich hatte Mühe, den Schalter zu finden. Verdammt nochmal. Mrs. Patton fiel mir ein und dass sie gesagt hatte, es sei unangebracht, an Weihnachten zu fluchen. Sorry, meine Liebe. Das Schneetreiben war immer mehr in Regen übergegangen, auch deutete alles auf Nebel hin. Ich kletterte in meinen alten Bentley und stellte den Scheibenwischer an. Ich legte die Arme auf das Steuer und starrte durch die Windschutzscheibe. Es ging auf 11 und die Frage, was als nächstes geschehen sollte, war leicht zu beantworten. Nach Hause fahren und mich aufs Ohr legen. Am nächsten Morgen scheuchte mich eine innere Unruhe ganz gegen meine sonstige Gewohnheit schon um 7:30 aus den Federn. Mrs. Patton war sehr verwundert, mich so früh am Tage zu Gesicht zu bekommen. Nanu, das sind ja ganz neue Gewohnheiten. Können Sie mir erklären, was das bedeutet? Gewohnheiten sind dazu da, um gebrochen zu werden, meine Liebe. Haben Sie einen Schluck Tee für mich? Haben Sie schlecht geschlafen? Wie ein Schuft. Doch vielleicht ist das Sprichwort vom sanften Ruhekissen und dem guten Gewissen auch falsch. Und gerade die Schufte erfreuen sich des Schlafs der Gerechten. Philosophie auf nüchternen Magen ist von übel. So, Brot, Butter, Marmelade. Essen Sie erst mal was. Danke. Mir ist Miss Slater die ganze Nacht nicht aus dem Kopf gegangen, wissen Sie? Schämen Sie sich. Das Mädchen ist doch verlobt. Und Ihr Verlobter ist auch noch verschwunden. Na, was Sie mit Ihrer Fantasie, meine Teure. Ich meine auch den Auftrag und nicht das Mädchen als Person. Wenn natürlich für einen Mann die Begegnung mit einem Mädchen wie Sie, jung, schön, attraktiv... Na, was denn noch? Sie sind ja völlig hingerissen. Und Sie sind noch nicht etwa eifersüchtig, meine Verehrteste? Auf eine so dumme Bemerkung gebe ich überhaupt keine Antwort. Verzeihung. Sie war nicht aufrichtig, sage ich Ihnen. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass sie irgendetwas verheimlichte. Ah ja? Ja, aber Sie haben das vor lauter Entzücken über Ihre hübsche Larve natürlich weder bemerkt noch bemerken wollen. Wieso können Sie das eigentlich beurteilen? Sowohl am Mittag wie auch am Abend waren Sie doch, als ich mit Miss Slater sprach, gar nicht im Zimmer. Sie haben doch nie etwa gelauscht, Miss Patton? Natürlich habe ich das. Tun Sie das öfter? Immer, wenn es mir angebracht scheint. Und gestern schien es Ihnen angebracht? Gewiss. Ja, oder meinen Sie, ich tue das nur zum Spaß? Oder aus Neugier? Das ist ja interessant. Das ist wirklich außerordentlich interessant. Noch eine Tasse Tee? Dankeschön. Mir reicht's. Ziemlich starke Schlafmittel erwischt haben. Na, da muss ich mich persönlich überzeugen. Eine knappe Stunde später stand ich vor Marjorie Slaters Wohnungstür und betätigte den Klingelknopf. Doch wie vorhin am Telefon rührte sich nichts, obgleich ich Sturm läutete. Wie Harry. Am Nachmittag versuchte ich noch mehrere Male, mich mit meiner Klientin in Verbindung zu setzen. Vergeblich. Gegen 6:30 wählte ich dann kurz entschlossen die Nummer von Detektiv-Chefinspektor Albert Nutting, meinem ehemaligen Vorgesetzten, als ich noch auf Scotland Yards Gehaltsliste stand. Die Verbindung zwischen uns war nie ganz abgerissen. Ich durfte mich im Gegenteil seinen Freund nennen, sofern man diesen Begriff nicht allzu eng auslegte. Jetzt hörte er mir geduldig zu, als ich ihm von meinem Auftrag erzählte und fragte dann... Herr Sheldon, weshalb rufen Sie mich an, McPherson? Meine Dienststunden sind werktags von 9 bis 5. Ja, aber bis morgen kann es zu spät sein, Herr. Zu spät? Wieso zu spät? Na, ich werde den Gedanken nicht los, dass ich Miss Slater etwas angetan haben könnte. Und wenn das der Fall ist, dann kann es jetzt schon zu spät sein. Man müsste in Ihrer Wohnung nachsehen. Ja, wie denken Sie sich das? Leider kann ich das nicht tun, wie Sie verstehen werden. Der Hausmeister, falls es einen gibt, der würde mich zum Teufel jagen. Aber Sie alle als Amtsperson hätten das Recht. Was heißt Ihr Recht? Glauben Sie, Durchsuchungsbefehle wachsen am Weihnachtsbaum? Wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Soll ich auf Ihr Geschwätz hin, ohne die geringsten Anhaltspunkte, einfach in die Wohnung gehen? Er redete eine ziemliche Zeit weiter, setzte mir auseinander, dass gerade ich als früherer Scotland Yard-Beamter wissen müsse, wie streng die Vorschriften seien,
was die Unverletzlichkeit der Privatsphäre angeht, und dass er sich genauso strikt daran zu halten habe wie jedermann. Schließlich fragte er: Wo, sagen Sie, wohnt diese Miss Slater? In Grovend Road, Nummer 23, St. John's Wood. Ja, ich weiß, wo die Grovend Road liegt. Ich bin in einer halben Stunde dort. Ja. Als er mit einiger Verspätung eintraf, hatte ich schon eruiert, dass es einen Hausmeister gab, einen kleinen, asthmatischen Mann, der nun vor uns die Treppe hinaufkeuchte. Mit seinem Passepartout war Marjorie Slaters Wohnung rasch geöffnet. Da haben wir es. Keine Leiche, kein Gasgeruch, keine Tabletten. Ja, das tut mir leid. Dafür kann ich mir nichts kaufen. Und wenn ich wegen dieser Sache Schwierigkeiten bekomme, sind wir geschiedene Leute, verstanden? Und wenn Sie mir wieder mal über den Weg laufen, McPherson, dann will ich so tun, als seien Sie Luft für mich. Fröhliche Weihnachten allerseits. Am anderen Morgen weckte mich Mrs. Patton mit der Mitteilung, dass mich Detektiv-Chefinspektor Nutting am Telefon zu sprechen wünschte. Es war kurz nach 10 und ich noch nicht hellwach. Morgen, McPherson. Morgen, was gibt's denn? Ja, jetzt können Sie auch mal was für mich tun. Ja, mit Vergnügen. Was soll's denn kommen sein? Kommen Sie um 11 in mein Büro. Um 11? Na, hören Sie mal, ja, das ist in 50 Minuten. Da freuen sich andere Leute schon auf Ihre Mittagspause. Ja, was wollen Sie damit sagen? Also pünktlich um 11. Vielleicht habe ich Ihnen was Interessantes zu zeigen. Und das wäre? Bis dann. Hören Sie, Sie waren nur ziemlich kurz angebunden am Telefon. Ah, pünktlich auf die Minute, das lobe ich mir. Ja, was wollen Sie mir denn zeigen? Ihr schönstes amtliches Lächeln noch wohl nicht. Ja. Kommen Sie. Wohin? Dann warten Sie es ab. Wir fuhren mit dem Lift nach unten ins Kellergeschoss. Durch einen frisch gewachsenen Flur kamen wir in einen gekachelten Raum, in dem eine starke Deckenbeleuchtung unangenehme Helligkeit ausstrahlte. Alles glänzte weiß in weiß und der kühle Geruch von peinlichster Hygiene hinterließ ein beklemmendes Gefühl. Ein Mann im weißen Kittel mit fahler Gesichtsfarbe stand bei einem hochbeinigen fahrbaren Gestell, das mich an den Tag im Krankenhaus erinnerte, als meine Mutter gestorben war und man sie aus ihrem Sterbezimmer hinausfuhr. Wir traten näher und der Mann mit dem Leichengesicht hob das Tuch von der Bahre. Das wechselnde, für alle Ewigkeiten stumme Antlitz des Wesens, das eigentlich keines mehr war, ließ mich erschauern. Das ist trostlos, einfach trostlos. Es besteht kein Zweifel, McPherson. Nicht der geringste. Offen gestanden habe ich freilich von Anfang an vermutet, dass es darauf hinauslaufen wird. Ja, Sie sind ein Genie, McPherson, ich weiß. Wie meinen Sie das? Der Tod ist Harry Roche. Da gibt es keinen Zweifel. Das meine ich auch nicht. Sondern? Ja, dass Sie schon von Anfang an gewusst haben, dass ein Verbrechen vorliegen würde. Na und, da liegt er ja und ist tot. Ja, ich wusste nur nicht, dass Ihr Genie Sie befähigt, sogar in die Zukunft zu blicken. Ich verstehe Sie immer noch nicht, Dieser Mann, den Sie als den verschwundenen Harry Roche identifiziert haben, der ist nämlich nicht irgendwann vor 3 Tagen gestorben, sondern heute Nacht, zwischen 2 und 4. Wenn Sie Platz sind, McPherson, ist Ihr Gesicht noch intelligenter als ohnehin. Ja, verdammt nochmal, wo hat sich Roche dann zwischen dem 24. Dezember mittags bis heute Nacht herumgetrieben? Wir werden auch das Haus bekommen. Ist übrigens Ihre Miss Slater schon wieder aufgetaucht? Nein, nicht, dass ich wüsste. Dann versuchen wir es am besten noch mal in Ihrer Wohnung. Begleiten Sie mich, wenn Sie nichts Besseres vorhaben. Doch die Fahrt nach St. John's Wood war umsonst. Marjorie Slater war nicht da. Das gefällt mir nicht, McPherson. Ja, mir gefällt das auch nicht. Also wenn ich irgendwas zum Kotzen finde, dann sind es Mordfälle, in die ein Privatdetektiv verwickelt ist. Verwickelt? Das dürfte wohl nicht das richtige Wort sein. Ja, wer sagt mir denn, dass Sie in der Geschichte nicht mit drinstecken? Ne? Ich habe Herr Rumpf jedenfalls nicht umgebracht, das ist klar. Klar? Klar ist überhaupt nicht. So fängt es mal an, verstanden? Aber ja, Sie sind ja ein Genie. Vielleicht wissen Sie wieder mal mehr als Scotland Yard, oder? Ich weiß überhaupt nichts. Na, da strengen Sie Ihre kleinen grauen Gehirnzellen mal tüchtig an und finden Sie raus, wo Marjorie Slater steckt und wo Ihr Verlobter während des Weihnachtsfestes gesteckt hat. Wie ist Roche umgekommen? Durch einen Stich in den Rücken, der genau das Herz getroffen hat. Er muss sofort tot gewesen sein, sagte Dr. Morgan. Und wo haben Sie ihn gefunden?
Im Regents Park in der Nähe der Tennisplätze. Da einer der Parkwächter entdeckte ihn dort vor etwa 3 Stunden. Ja. Aber er starb woanders. Wir fanden überhaupt keine Blutspuren. Nur Schuhabdrücke, Größe 42 und Abdrücke von Autoreifen. Nur offenbar hat sein Mörder ihn in den Wagen verpackt und in den Regents Park gekarrt. Und ein Irrtum ist ausgeschlossen. Er wurde tatsächlich erst in der vergangenen Nacht ermordet. Glauben Sie, dass der Polizeiarzt sich bei der Bestimmung der Todeszeit so sehr verschätzt? Ja, das kann ich nicht beurteilen, aber... Er sagte... warten Sie mal, ich hab's mir notiert. Ja. Ja. Die Leichenstarre ist noch nicht vollständig eingetreten und die kühle Lufttemperatur hat sie ohnehin hinausgezögert. Den Versuch, ob die Augen auf Physostigmin reagieren, können wir uns sparen. Das würde nur beweisen, dass er weniger als 10 Stunden tot ist. Und das wissen wir von der Leichenstarre ohnehin. Tja. Übrigens war er vollständig ausgeraubt. Er hatte weder Papiere noch Geld noch sonst was bei sich. Vermuten Sie einen Raubüberfall? Mit Vermutungen muss man vorsichtig sein, McPherson. Ja, das ist wirklich seltsam. Er verschwand vor 72 Stunden und starb jetzt vor 10 bis 12 Stunden. Da passt doch irgendwas nicht zusammen. Ja, was meinen Sie, McPherson? Ob uns nicht möglicherweise eine zweite Leiche ins Haus steht? Zuerst verschwand Roche, jetzt ist er tot. Und dann verschwand Miss Slater und jetzt... Moment. Wir wollen nicht gleich das Schlimmste annehmen, Herr. Das ist in vielen Fällen das Beste. Man kann da nur angenehm überrascht werden, McPherson. Die angenehme Überraschung, von der Albert Nutting gesprochen hatte, stellte sich ein, als ich nach Hause kam. Mrs. Patton sagte mir, dass Marjorie Slater vor einer Stunde angerufen habe. Verdammt nochmal, wo steckt sie denn? Mr. McPherson, Weihnachten ist zwar vorbei, aber es besteht überhaupt kein Grund, sich das schreckliche Fluchen wieder anzugewöhnen. Oh, sorry, meine Teure. Sie rief vom Supermarkt an, ja, wo sie arbeitet. Ja, ja. 88 Park Lane. Es war einer jener hypermodernen, protzigen Paläste aus Glas und hauptsächlich Spiegeln, die überall schräg an den Wänden hingen und infolge eines ausgeklügelten Systems jeden Ladendieb abservieren. Bei einem etwas hoch aufgeschossenen, nicht unhübschen Mädchen von ungefähr 17 Jahren, auf dessen Nase sich lustige Sommersprossen ein Stelldich eingaben, erkundigte ich mich nach Miss Slater. Sie wird in ihrem Büro sein, ganz hinten neben der Frischfleischabteilung, durch die Tür und dann rechts. Ja, sie hatte eine helle Kinderstimme und sehr blaue Augen. Ihr Haar war sehr blond und ein wenig strähnig. Ich strebte in die angegebene Richtung, als ich das Sommersprossenfräulein hinter mir kichern hörte. Schon wieder ein neuer. Und kommt sogar ins Geschäft. Ach, entschuldigen Sie, Miss... Ich heiße Webster. Helen Webster. Angenehm, McPherson. Was haben Sie da eben gesagt? Ich? Nichts. Da muss ich mal zum Ohrenarzt gehen. Mir war nämlich so, als hätte ich etwas von einem Neuen gehört. So? Kann sich ja leicht täuschen, entschuldigen Sie. Und wenn schon. Wir leben in einem freien Land, wo jedermann sagen kann, was er will. Mein liebes Kind, in Ihrem Alter sollten Sie etwas mehr Zurückhaltung üben, wenn Sie Redefreiheit beanspruchen. Besonders gegenüber Erwachsenen. Ich steuerte unbeeindruckt von Sonderangeboten und Mondpreisen auf die angegebene Tür zu und kam in einen Korridor, der mich entfernt an den gefliesten Raum erinnerte, wo Harry Roche gelegen hatte, still vor seiner letzten größten Reise. Ein etwa 30-jähriger, gut gewachsener Mann im weißen Kittel mit einem ausgesprochenen Filmgesicht, schön, glatt und bedeutungslos, empfing mich dort, als hätte er mich erwartet. Na endlich! Ich dachte schon, Sie kommen überhaupt nicht mehr. Haben Sie mich erwartet? Sie kommen doch von Simpson und Simpson. Nein, nicht, dass ich wüsste. Wer ist denn Simpson und Simpson? Ja, Sie liefern uns das Frischfleisch. Ja, damit kann ich leider nicht dienen. Mein Name ist McPherson. Ich hätte gern Miss Slater gesprochen. Was wollen Sie denn von ihr? Ach, Sie werden es mir nicht übel nehmen, wenn ich ihr das lieber selber sagen möchte. Ja, da kommt sie ja. Tag, Miss Slater. Oh, guten Tag, Mr. McPherson. Ich freue mich, Sie zu sehen. Das liegt ganz auf meiner Seite. Kommen Sie bitte ins Büro. Sie erlauben doch, Mr. Wilson. Ja, ja, bitte. Mr. Wilson ist unser Geschäftsführer. Aha. Haben Sie Neuigkeiten für mich, Mr. McPherson? Ja, allerdings, doch zunächst eine Frage. Ich habe Sie gestern den ganzen Tag zu erreichen versucht. Wo haben Sie denn gesteckt? Oh, ich war bei einer Freundin. Mich hielt es zu Hause nicht mehr aus. Die Decke fiel mir auf den Kopf. Ich fühlte mich hundeelend. Wissen Sie etwas von Harry? Wo ist er? Haben Sie ihn gefunden? Es tut mir sehr leid, Miss Slater, dass ich der Überbringer einer schlechten Nachricht sein muss.
Ja, also, Mr. Roche ist gefunden worden. Heute Morgen. Ja? Im Regent's Park. Im Regent's Park? Ich verstehe nicht. Es tut mir wirklich leid. Mr. Roche ist tot. Tot? Dass ich es gerade sein muss, der in dieser Unglücksbotschaft mitzuteilen gezwungen ist, Miss Slater. Oh. Marjorie! Verdammt nochmal, wie hätte ich es ihr denn anders beibringen sollen? Was ist denn passiert? Gut, dass Sie kommen, Mr. Wilson. Glas Wasser, bitte. Ja, was haben Sie denn mit Miss Slater gemacht? Völlig unschuldig. Ihr Verlobter ist plötzlich gestorben. Gestorben? Bringen Sie doch bitte das Wasser. Ja. Wieso ist Ihr Verlobter plötzlich gestorben? Haben Sie Mr. Roche gekannt? Ja, flüchtig. Das heißt, wenn es der war, der Sie zuweilen vom Geschäft abgeholt hat, warum fragen Sie? Wieder zu sich. Na? Alles in Ordnung? Da trinken Sie mal. Mein Gott. Harry. Und dann fing sie an zu weinen, leise und rührend, wie kleine Kinder weinen, wenn sie allein zu Hause sind und vor der Dämmerung Angst haben. Niemand hinderte sie daran, weil es nichts Besseres gab, was sie jetzt tun konnte. Später erwies sich Mr. Wilson als Vorgesetzter mit Herz und erlaubte ihr, Feierabend zu machen. Er erbot sich sogar, sie in seinem Wagen nach Hause zu fahren, was ich mit dem Hinweis auf meinen Oldtimer, der vor der Tür parkte, mit Dank zurückwies. Auf der Fahrt dann gab es keine Gelegenheit, eine von den Fragen anzuschneiden, die mir auf der Zunge lagen. Marjorie Slater hatte sich tief in den Beifahrersitz gedrückt und starrte vor sich hin. Hören Sie, ich bringe Sie auch gerne anderswohin, wenn Sie es wollen. Ich hätte ja mein bescheidenes dumme Ziel vorgeschlagen, doch ich fürchte, meine gute Mrs. Patton könnte uns nichts anderes vorsetzen als die Reste des Weihnachtsvogels. Danke. Sie sind sehr freundlich, Mr. McPherson. Hm. Ich möchte jetzt lieber allein sein. Ja. Aber wenn Sie noch auf einen Sprung mit hinaufkommen wollen, auf eine Tasse Kaffee oder ein Glas Sherry, dann... Ich bin unverschämt genug, Ja zu sagen, Miss Slater. Ich saß auf der Couch und probierte den Sherry. Er war trocken und gut seine 8 Jahre alt. Das Wispern einer Schweizer Spieluhr, die auf einem Sideboard stand, erfüllte den Raum. Hat die Polizei einen Verdacht, wie es getan haben könnte, Mr. McPherson? Nein, Scotland Yard weiß nur, dass Mr. Roche erstochen wurde. In dieser Nacht zwischen 2 und 4. Hm. Und dass es nicht im Regent's Park geschah, wo er gefunden wurde. Aber wieso? Wie konnte das geschehen? Harry war der beste Mensch von der Welt, der keine Feinde hatte. Detektivinspektor Nutting sagte mir, dass er völlig ausgeraubt war. Und wo hat sich Harry aufgehalten seit dem 24. bis vor nur mehr 12 Stunden? Tja. Wenn wir das wissen, wissen wir wahrscheinlich auch, wo und warum er starb. Übrigens, wird man Sie nach Ihrem Alibi fragen, Miss Slater. Mich? Ja, ich hoffe, Sie haben eins. Wozu? Da glauben Sie vielleicht, ich hätte Harry umgebracht. Das ist Unsinn. Aber das sind so die Fragen, die Polizei zu stellen pflegt. Und Sie sollten dann eine gute Antwort parat haben. Machen Sie sich keine Sorgen, Mr. McPherson. Übrigens, ich habe keinen Grund zu verschweigen, wo ich gestern war. Ich war mit Randolph zusammen. Wer ist Randolph? Mr. Wilson. Ihr Geschäftsführer? Ja. Entschuldigen Sie, ich bin etwas schwer vom Begriff. Ich denke, Sie sind mit Harry Roche verlobt, oder Sie waren es jedenfalls. Ja, schon. Doch eigentlich war es so, dass er, ich meine, dass Harry, also, dass es mehr von ihm ausging, verstehen Sie? Ja, das würde ich versuchen, wenn es auch etwas kompliziert ist, wie Sie zugeben müssen. Ach, trinken Sie doch etwas. Danke. Ihre Ohnmacht vorhin im Supermarkt, als ich Ihnen sagte, dass Harry tot sei, die war echt. Nur verstehe ich nicht... Darf einem denn der Tod eines Menschen, den man viele Jahre gekannt hat, nicht nahe gehen? Ich habe Harry sehr gern gehabt und sein Tod geht mir furchtbar nahe. Aber wir waren nicht mehr die Nachbarskinder von früher, die miteinander zur Schule gingen. Wir waren erwachsen geworden. Alles hatte sich geändert und verlobt. Ja Gott, das waren wir mal. Aber auch das ist vorbei. Nur wollte Harry es nicht wahrhaben, was? Hm. Hm, ja. Langsam reime ich mir die Geschichte zusammen. Ja, dann also auf Wiedersehen und danke für den Sherry.
Auf Wiedersehen, Mr. McPherson. Auf der Heimfahrt hatte ich dann genug Zeit, mich über meine Klientin zu wundern. Wie schon einmal in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag, als ich sie nach Hause gebracht hatte, kam ich mir irgendwie übertölpelt vor. Meine Laune sank in den Keller. Und dort blieb sie auch fürs Erste. Ja, McPherson? Hier ist Ihr alter Freund Nutting. Ach, hallo, Al, wie geht's? Ich kann nicht klagen. Und Ihnen? Oh, mittelprächtig. Ist Ihnen eine Laus über die Leber gelaufen? Ja, so würde ich das nicht ausdrücken. Sondern? Hören Sie mal, Al, Sie rufen mich doch nicht an, um sich nach meiner Gemütsverfassung zu erkundigen, oder? Ich habe andere Sorgen. Ja, zum Beispiel? Ist Ihre Miss Slater eigentlich schon wieder aufgetaucht? Oder sitzen Sie zu Hause und drehen Däumchen? Nein. Was heißt nein? Ich drehe nicht Däumchen. Hören Sie, McPherson. Versuchen Sie es doch mal in dem Supermarkt, wo sie arbeitet. 88 Park Lane. Vielleicht weiß man dort etwas über sie. 88 Park Lane, sagen Sie? Richtig, wiederhören, Al. Ganz allgemein war ich der Ansicht, dass man es als Privatdetektiv der Polizei nicht allzu leicht machen sollte. In diesem besonderen Fall sah ich keine Veranlassung, von diesem Prinzip abzugehen. Gegen Abend läutete das Telefon abermals, doch diesmal war es nicht Albert Nutting, der mich sprechen wollte, sondern Marjorie Slater. Hallo, Mr. McPherson? Ja. Ich muss Sie sprechen. Was ist passiert? Etwas Schreckliches. Man hat Randall verhaftet. Ja, das habe ich befürchtet. Was sagen Sie? Rufen Sie von zu Hause an. Ja. Gut, dann komme ich zu Ihnen. In einer halben Stunde, geht das? Ja, natürlich. Danke. Bis dann also. Ich wählte Albert Nuttings Nummer und hörte kurz darauf seine mürrische Stimme. Ja, hallo. Ah, gut, dass Sie noch im Büro sind, Al. Ach, Sie, McPherson. Ja. Was wollen Sie denn? Eben rief mich meine Klientin an, dass Sie diesen Wilson verhaftet hätten. Aber was geht das Sie an? Überhaupt nichts, Al, doch. Immerhin finde ich... Hören Sie, McPherson. Diese Miss Slater war schon Ihre Klientin, als Ihr Verlobter noch anders hieß, nicht? Ja, was hat das damit zu tun? Na, Sie sollten sich Ihre Auftraggeber besser aussuchen. Die suchen mich aus, so muss es heißen. Das Gesicht eines Botticelli Engels, aber ein Herz wie Lucrezia Borgia. Moment mal, wie heißt die Dame? Ach, quatsche so nicht, McPherson. Übrigens bin ich der Auffassung, dass das, was mal Ihr Auftrag war, längst beendet ist. Jetzt geht's um harte Polizeiarbeit, nicht mehr um Schnüffelei. Ja, da bin ich ganz Ihrer Meinung, Al, doch. Aber ich finde, so ein oder zwei Tipps könnten Sie mir doch geben, hm? Aus alter Freundschaft. Haben Sie ein Geständnis von Wilson? So weit sind wir noch nicht. Was heißt der überhaupt Freundschaft? Nein, sagen Sie schon. Was spricht gegen ihn? Na? Die Profile seiner Autoreifen und seine Schuhgröße, Nummer 42. Nummer 42, das habe ich auch. Daran allein kann es nicht liegen, oder? Ja, die Gipsabdrücke, die wir im Regents Park gemacht haben. Ja? Die stimmen mit den Reifen seines Wagens mit seinen Pflastertretern genau überein. Ja, aber die Tatsache, Al. Der hat doch ein Alibi für die fragliche Nacht, die er mit Miss Slater zusammen verbrachte. Wie lange können Sie Wilson schon festhalten? Da gibt's doch Gesetze. Na, jedenfalls schmort er erstmal bei uns. Und Sie? Na, die schmort zu Hause. Sie können ja dabei Händchen halten. Ach. Passen Sie nur auf, dass das Feuerchen nicht zu heiß wird. Sie können sich sonst die Finger verbrennen. Was für ein Feuerchen? Na, solche Mädchen zünden immer wieder eins an. Na, vielleicht haben Sie eine falsche Meinung von Miss Slater, Al. So wie ich Sie kenne, ist sie... es brennt schon. Seien Sie doch nicht so albern, Mr. Nutting. Ich habe Ihnen schon um genau 100% zu viel gesagt. Gute Nacht. Gute Nacht. Was mir Marjorie Slater zu berichten wusste, ging nicht über das hinaus, was ich schon von Albert Nutting erfahren hatte. Er war mit einem Sergeant am späten Nachmittag bei ihr gewesen und hatte eine volle Stunde damit zugebracht, ihre Aussage zu erschüttern. Sie hatte ihm jedoch nichts anderes sagen können, als dass sie die Nacht vom 26. auf den 27. Dezember bei Randolph Wilson verbracht hatte. 22 Holland Park Avenue, wie ich bei dieser Gelegenheit erfuhr. Das Mädchen war immer noch aufgeregt und ziemlich wütend. Aber Sie können doch jemanden nicht einfach verhaften, nur weil irgendwelche Gipsabdrücke ihn verdächtig machen. Doch, das können Sie. Aber wenn Sie bei Ihrer Aussage bleiben, was die Tatsache angeht, so ist Mr. Wilson in weniger als 24 Stunden wieder auf freiem Fuß. Oh, Gott sei Dank. Dieser Mr. Nutting tat gerade so, als sei der Fall für ihn so gut wie erledigt. Haben Mr. Wilson und Mr. Roche einander eigentlich gekannt? Nein,
Jedenfalls nicht, bis Harry zu Randolph kam, um mit ihm zu sprechen. Wann war das? Am 24. mittags. Ah? Kurz bevor Mr. Roche verschwand? Ja, ja, er muss direkt vom Büro in den Supermarkt gefahren sein. Aber davon haben Sie mir ja kein Sterbenswort gesagt, Miss Slater. Ich wusste es ja nicht. Ich war am 24. nicht im Geschäft. Moment mal, Mr. Wilson hat Ihnen nichts davon erzählt? Nein. Von wem wissen Sie es dann? Mr. Nutting sagte es mir, als er heute hier war. So, und sagt er Ihnen auch, woher er es weiß? Von Randolph selbst. Harry und er hatten eine Auseinandersetzung in seinem Büro. Aber hören Sie, Miss Slater, Sie waren den ganzen zweiten Weihnachtstag mit Mr. Wilson zusammen und er hielt es nicht für nötig, Sie von seiner Auseinandersetzung mit Mr. Roche zu unterrichten? Das begreife ich nicht. Er sagte zu Mr. Nutting, dass er mich nicht noch mehr beunruhigen wollte. Ja, Entschuldigung, das leuchtet mir nicht ein. Sie machten sich Sorgen. Und er sagte Ihnen nicht, dass er vermutlich der Letzte war, der mit Mr. Roche gesprochen hat. Das geht über meinen Horizont hinaus, Miss Slater. War es eigentlich Ihre eigene Idee, zu mir zu kommen, um mich mit den Nachforschungen nach Harry Roche zu beauftragen? Nein, es war Randolphs Idee. Aha. Ja, noch eine andere Frage, Miss Slater. Sie sagten mir, dass Sie mit Mr. Roche am 24. eine Verabredung hatten, zu der er nicht kam. Ja. Jetzt missverstehen Sie mich bitte nicht, aber war es wirklich Ihre Absicht, sich mit ihm zu treffen? Glauben Sie mir etwa nicht. Und Mr. Wilson hatte nichts dagegen? Das war ja seine Idee. Ach, tun Sie denn nie etwas aus eigenem Entschluss? Entschuldigen Sie, aber aus welchem Grund wollten Sie sich mit Mr. Roche treffen? Um ihm zu sagen, dass Schluss sei. Endgültig Schluss. Aha. Ja, er muss es wohl geahnt haben. Und darum ging er zu Mr. Wilson, um die Sache mit ihm auszutragen, sozusagen von Mann zu Mann. Randolph wollte das zuerst auch. Aber das war mein Problem. Ich musste selber damit fertig werden. Verstehe. Es war gewissermaßen Ihr Weihnachtsgeschenk für Harry. Warum sagen Sie das? Ich hatte nicht die Absicht, Sie zu verletzen. Aber Sie tun es, Mr. McPherson. Verzeihen Sie. Ja, dann werde ich morgen mit Mr. Nutting sprechen. Ich gebe Ihnen Bescheid, ob er Mr. Wilson festhalten wird. Gute Nacht, Miss Slater. Gute Nacht. Als ich am nächsten Morgen gegen 11 Albert Nuttings Büro betrat, saß er hinter seinem Schreibtisch und rauchte mächtige Zigarrenwolken gegen die Decke des recht spartanisch ausgestatteten Raumes. Auf meinen Gruß gab er keine Antwort. Unaufgefordert ließ ich mich in den harten Besucherstuhl nieder, der nicht zu längerem Verweilen einlud. Dann saßen wir uns 2-3 Minuten schweigend gegenüber, bis er mich ansah und so tat, als bemerke er mich erst jetzt. Na, alter Schnüffler, schon so früh aus den Federn heute? Schlechte Laune? So gut wie Sie möchte ich es auch mal haben. Oh. Sie sind ein freier Mann, Ihnen pfuscht niemand ins Handwerk. Was ist denn passiert? Ja, da gibt es Leute, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben. Und die Ausstellung eines Haftbefehls ablehnen, obwohl die Indizien für sich sprechen. Mhm, verstehe. Sie haben Wilson wieder laufen lassen müssen, was? Sie sind ein heller Kopf, McPherson. Naja, eine Zeugenaussage hat eben noch mehr Gewicht als ein paar Gipsabdrücke. Das finde ich auch gut so. So, Sie finden das gut? Ja. Miss Slater hat die Wahrheit gesagt. Davon bin ich fest überzeugt. Ja. Na, was halten Sie von Schlaftabletten? Schlaftabletten? Wieso? Ach, Sie meinen, dass Wilson Miss Slater Schlaftabletten eingegeben hat? Ja, das wäre freilich eine Möglichkeit, aber wie wollen Sie das beweisen, A? Ja, das ist es ja. Zu beweisen ist nichts mehr. Und das passt alles so schön zusammen. Die Spuren seiner Autoreifen, die Schuhabdrücke, das Motiv. Ja, und dann pfuscht ihn einer ins Handwerk, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Übrigens gibt es auch eine Tatwaffe. Ach. Ja, ich möchte schwören, dass ich sie sogar in der Hand hatte. Wo? In Wilsons Büro. Sie lag dort auf seinem Schreibtisch, 14 Zentimeter lang. Lang genug, um das Herz zu treffen. Was denn? Eine Papierschere. Eine Papierschere? Ja, Polizeiarzt hat mir bestätigt, dass sie in Frage kommt. Hm. Und Sie meinen, er hat dieses ausgefallene Mordinstrument über Weihnachten mit sich rumgetragen, um Roche irgendwann damit abzustechen? Da müsste er sich auch mit ihm verabredet haben. Mitten in der Nacht, zwischen 2 und 4. Das ist doch mehr als unwahrscheinlich. Ja, 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 das sind die beiden schwachen Punkte. Nein, also ich glaube, dass vielleicht nicht mal das Eifersuchtsmotiv stimmt. Es muss etwas ganz anderes der Grund für Roches Tod sein. Irgendwas, von dem wir noch gar nichts wissen. Ja, und das wäre? Tja, das. Ist das alles? Ja, Sie sind es, Gott, ein Jagdmann. Ich bin nur ein bescheidener Privatdetektiv. Oh, bescheiden ist gut.
Miss Slater sagte mir gestern, dass Sie 1.000 Pfund bekommen sollen. Das sind ja ganz schön gesalzene Tarife, die Sie haben. Da kann unser einer nur mit angelegten Ohren staunen. Moment, Moment. Sie hat mir diesen Betrag angeboten, damit wir uns ganz richtig verstehen. Und ich werde die 500 Vorschuss natürlich an Sie zurücküberweisen. Das ist wieder zu bescheiden, McPherson. Ich habe ja nichts für Sie getan. Nicht mal Roche habe ich gefunden. Andere Gründe gibt's keine? Soll es nicht vielmehr eine, na, wie soll ich sagen, großartige Geste sein, um den Mädchen zu imponieren? Ach, Quatsch. Das ist doch wirklich sehr hübsch, da kann man schon verstehen, dass ein Mann wie Sie... Ein Mann wie ich, was wollen Sie damit sagen? Ein Mann wie ich, was wollen Sie damit sagen? Dass man Sie leicht um den Finger wickeln kann, wenn man eine hübsche Larve hat. Sie reden genauso wie meine Mrs. Patton. Eine kluge Frau. Ich hatte schon mal das Vergnügen, wenn ich mich nicht irre. Ach, ich freue mich, dass sich Ihre Laune wieder gebessert hat. Wiedersehen. Da ist noch was, McPherson. Ja. Vielleicht können Sie Wilson das Mädchen ausspannen, dann haben wir es sicherlich leichter. Wiedersehen. Wiedersehen. Während des ganzen Tages geschah nichts. Als mir Mrs. Patton am Abend die Reste des Weihnachtsbratens in einer nicht mehr erkennbaren Form als eine Art Ragout vorsetzte, dessen Rezept sie als eigene Erfindung pries, obschon sie es besser für sich behalten hätte, aß ich stumm, zog mich dann in meinen Paradesessel ins Wohnzimmer zurück und saß dort Pfeife rauchend und Whisky trinkend, bis es an der Wohnungstür klingelte. Mrs. Patton hatte sich schon in ihr langweiliges Bett zurückgezogen und ich ging selbst, um zu öffnen. Sie, Miss Slater? Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Sie störe. Ja, überhaupt nicht. Kommen Sie doch rein. Danke. Bitte legen Sie an. Ja, danke. Ich weiß, ich hätte anrufen sollen, aber ich fand keine Telefonzelle. Ja, machen Sie sich mal keine Gedanken. Ich freue mich, Sie zu sehen. Kommen Sie. Danke. Kaum hatten wir uns gesetzt, als es abermals läutete. Wie es im Leben so geht, auf eine freudige Überraschung folgt meistens fast sofort eine unangenehme. Draußen stand Mr. Wilson und wollte, ohne einen Ton zu sagen, an mir vorbei. Hallo, Moment, Moment, was soll denn das? Sie ist hier, ich weiß es, ich bin Ihrem Taxi gefolgt. Hören Sie mal. Machen Sie Platz, Mann! Mehr konnte er nicht sagen, denn ich packte ihn von hinten am Mantelkragen und riss ihn hoch, sodass ihm, weil er den Mantel zugeknöpft hatte, die Luft abgeschnürt wurde. Hausfriedensbruch, das wäre das erste Delikt. Haben Sie noch weitere auf Lager, Mr. Wilson? Lassen Sie verdammt noch mal los. Na gerne. Wenn Sie sich in einer fremden Wohnung wie ein Gentleman aufführen. Ja, ist ja schon gut. Entschuldigen Sie. Ist gut. Ich bin dafür, dass wir zuerst mal was trinken. Ich weiß zwar nicht auf was, aber bitte sehr. Strapazieren Sie sich nicht, Mr. McPherson, wir gehen gleich. Komm, Marjorie, du hast hier gar nichts verloren. Lass mich. Wo ist dein Mantel? Hören Sie, Mr. Wilson, wenn hier irgendwer jemanden zum Gehen auffordert, dann bin ich es. Ja, was wollen Sie denn noch? Ihr Auftrag ist beendet. Roche wird morgen beerdigt. Ach so, ich verstehe. Den Rest Ihres Honorars. 500, nicht wahr? Nehmen Sie auch einen Scheck? Von Ihnen? Warum nicht? Mein Geld stinkt auch nicht. Da. Hm. Was machen Sie denn da? Wenn Sie jemanden eine Prämie aussetzen wollen, sozusagen als Finderlohn. Wissen Sie, da gibt's einen Parkwächter im Regents Park. Das ist genau der Richtige. Die Adresse können Sie übrigens bei Scotland Yard erfragen. Komm, Marjorie, wir gehen. Mr. McPherson beliebt, Witze zu machen, doch Sie sind nicht abendfüllend. Lass mich in Ruhe, Randolph. Wenn du gehen willst, bitte. Ich habe nichts dagegen. Der verdammt noch mal! Jetzt reicht's aber! Ach, quatschen die doch nicht immer dazwischen, Mann! Hören Sie zu, Mr. Wilson. Sie sind zwar heute von Scotland Yard freigelassen worden, doch vielleicht sind Sie schneller wieder drin, als Sie denken. Was Sie nicht sagen, Mr. Sherlock Holmes. Dass man Sie laufen ließ, das haben Sie lediglich Miss Slater zu verdanken, weil sie Ihr Alibi bezeugte. Was glauben Sie jedoch, was sie sagen wird, wenn man Ihnen nachweist, dass Sie in der Mordnacht ein Schlafmittel verabreicht haben, damit sie nicht wach werden sollte, ehe Sie zurück waren, um Roche umzubringen? Fantastisch, einfach fantastisch. Darauf ist nicht mal Chefinspektor Nutting gekommen. Oder würde ich nicht so sicher sein? Sie irren sich. Was sagen Sie da, Mr. McPherson? Ach Quatsch, hör nicht auf ihn, komm endlich. Mein Gott, ja. Ich fühlte mich am anderen Morgen wie zerschlagen. Ja. Ich hatte einen Kopf wie Beton. Ach nein, wie zerschlagen hast du dich gefühlt? Ich hab's dir auch gesagt, du musst dich daran erinnern. Du warst müde, in Ordnung. Schließlich haben wir nachts ja auch nicht Psalmen gesungen. Marjorie Slaters Gesicht lief dunkelrot an. Sie biss sich auf die Zähne, dass ihre Backenknochen hervortraten. Das glatte Filmgesicht des Supermarktgeschäftsführers war plötzlich hässlich. Ich griff nach seinem Mantelkragen. Rühren Sie mich nicht an! Er drehte sich rasch um und ich langte daneben.
Dafür bot mir der hässliche Adonis sein Kinn umso einladender dar. Ich schlug, ohne zu signalisieren, wie man in der Boxersprache sagt, zu und traf ihn voll am Punkt. Er fiel wie ein Kleiderständer um, stand jedoch so ungünstig, dass er gegen den niederen Tisch sackte, auf dem mein Weihnachtsbaum stand. Ehe es noch zu verhindern gewesen wäre, verlor das prächtige Stück das wohl ausgeklügelte Gleichgewicht und stürzte um, raschelnd, klirrend und knisternd, und ein Regen von Tannennadeln ging auf meine Perserimitation nieder. Oh Gott! Na dann, fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten von Karl Richard Schon. Erster Teil. Sie hörten Herbert Bötticher als Detektiv McPherson, Karin von Ostholdt als Marjorie Slater, Katharina Lopinski als Helen Webster, Reinhard Glemnitz als Randolph Wilson, Günther Sauer als Detektiv-Chefinspektor Albert Nutting und Ursula Wondrak-Hübner als Mrs. Patton. Die Musik schrieb Frank Duval. Regie führte Peter M. Preisler. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1978.